Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play The Angry Video Game Nerd 2 S Simulation. Zum letzten Part hier bei der ganz normalen einfachen Overworld. Der was da oben kommt, da habe ich noch gar keinen Plan, aber das werden wir bald erfahren. So, aber jetzt gehen wir rein ins dritte Level von Monster Madness, nämlich Deadly Danger Dungeon. Und da ich hier den Soundtrack auch schon beim Spiel dabei habe, denn wenn man das hier vorbestellt, dann bekommt man 10% Rabatt und den kostenlosen Soundtrack, der wirklich mega geil ist, was ich auch gut benutzen kann für Infovideos. Da gibt es auch den Song zu Deadly Danger Dungeon. Und es hört sich ein bisschen sumpfig und auch ein bisschen nach Wasser an oder sowas ähnliches. Also ich denke, das wird nicht ein schönes Level werden für mich, aber naja, gucken wir mal rein. Das ist ein ganz komisches Wabern, war das? Oh, das war gut versteckt. Da könnte man auch mal ein N verstecken, wäre sowas. Jupp. Oh mein Gott. Wow. Das fängt ja geil an. Der ist wieder da. Jupp. Kann man es irgendwie triggern? Ja, aber schwer, aber zumindest. Muss ein bisschen sich vortasten. Da kommst du her, du. Bisschen näher ans Mikro gehen. Damit ihr mich auch hört, wenn ich wieder stundenlang stöhne. Einfach durch, scheißegal. Drauf geschissen. Komm runter. Komm schon, du mächtigen Block. Hallo? Boah, das ist ekelhaft. Und das ist N. Komm. Oh! Lass mein Leben einzocken. Bevor ich wieder verliere. Ah, scheiß drauf. War wieder ein schlechter Start. Ich bin ja schon ziemlich auf den Boss hier gesprengt. Was ich hier als Boss benutzen könnte. Ich kann auch nicht laufen oder so, sonst würde ich einfach drunter rennen, aber. Ne. Das soll ich das toll versuchen. Ah, okay. Einfach durchrennen. Ich mag es mir immer so mega schwer. Hallo? Soll ich ein bisschen schweben? Ja, bringt auch viel mehr. Ich muss schon ein bisschen aufpassen. YOLO! Oh, oh. Ah, verdammt! Wo bist du? Da bist du? Bah! Das ist so nervig, wenn man es nicht sieht. Was ist dick? So, dann die zweite auslösen. Komm her. Und jetzt? Okay, das löst es nicht aus. Ah! Oh gut, da kann ich noch bremsen. Gut. So. YOLO. Gut zu wissen. Hoch. So. Kommt einfach so, wenn es auch einfach geht. Oder so. War doch gar nicht so schwer. Einfach hinschalten und los weg. Aber das kann ich ja nicht
Ich hab die Steine. Den muss ich klug einsetzen. Oder wenn es mir auch gar nicht, wenn der schon down ist. Das sind Fledermäuse. Und das sind Jasons. Ach, komm her, du. Erstmal durchschnaufen. Sehr gut gepimpt. Perfekt. Ein Applaus für mich. Geil. Wo ist sie? Und nochmal das Ganze. Das ewige Herumgetime. Egal. Und hier einfach nur durchrennen, oder? Oder? Wahrscheinlich ist irgendwo da oben dann das N. Das I. Das suche ich auch schon, aber ich sehe es noch nicht. Das ist geil. Einfach weiterlaufen, weiter. Da war das E. Nicht das R, aber das I. Aber wie komme ich da hin? Das war zumindest... Nein, da war es nicht. Da ist es doch, oder? Da blinkert irgendwas. Komm her, du Sau. Dich hole ich auch. Deine Fetten da. Oh, geil. Aber kein Problem. Für den Master auf. Ich kann durch Festklipschen feststecke und ich nicht ausweichen kann. So, komm her. Habt ihr gespeichert? Nee. Und ich habe gemerkt, bei den ersten Leveln wird es auch so gespeichert, aber nee. Jetzt muss man so auch noch zum Speichern gehen, damit es gespeichert wird. Das ist ganz komisch. Merke ich gerade, da ich ja noch, während ich das hier, das war jetzt super. Noch geiler. Während ich das hier aufnehme, kommen schon die ersten Parts online und bemerke ich beim Aufnehmen immer wieder, beim Bearbeiten, dass ich da nicht extra zum Speichern gehen muss, sondern das einfach so gesaved wird. Jesus, thank you. Aber wie kacke ist denn das? Damit rechnet doch keiner. Bah, das ist so nervig, sowas. Wahrscheinlich ist hier einer. Ne, aber da. Das war jetzt geil. Richtig kinoreif. Wenn ich nicht mal springen kann. Ich einfach alles verlieren, top. What the fuck? Wir denken echt an alles. Okay, dann springe ich einfach. Nein! Aber da kommt jetzt keiner runter. Da holt mir keiner einen runter. Ich kann nicht mal springen. Ich versorge mir mit den einfachsten Sachen. Geistiger Totalausfall. Ich kann nicht mal bremsen. Ich bin so blöd, dass ich einfach den Finger von der Taste lasse. Jetzt geht's aber los hier. Wahnsinn. Da wird man ja wahnsinnig bremsen. Ich renne auch noch weiter. Wir sind ja glitschig. Ja, 4 Leben. Er ist ungefähr bei der Hälfte des Levels. Denke, oh, das war knapp. Das kann ich eventuell vergessen. Bremsen. Ist da einer über mir? Oh! Wieso bleibe ich stehen?
weiterrennen. Nicht weiterrennen. Das muss ich mir alles nochmal merken. Okay, da kommt zumindest keiner von oben herunter. Aber das Spiel traue ich mittlerweile alles zu. Das ist das R. Vorsichtig. Verdammt! It was a trap. Oh Gott. Mich laustaufe. Gut. Und noch einmal durchrushen. Drauf geschissen. Das war jetzt mega geil. Einfach weiterlaufen. Alles habe ich schon mal gesaved, mehr oder weniger. Puh. So. Läuft relativ. Die Relativitätstheorie läuft auch so gut. Nein! Da muss ich irgendwie schon. Puh. Muss irgendwie so beim Hinrennen schon die Fledermaus abballern. Na, mal gucken. Jupp. Oder irgendwie so, keine Ahnung. So, du kommst mal so her. Voilà. Boah. Hier dauert wahrscheinlich nichts, oder? Sieht ein bisschen verdächtig aus, aber nee. Das, was hilft nicht. Puh. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich sehe ihn schon wieder. Immer wenn ich sehe, merke ich, ich drehe bald komplett durch. Ach, fast vergessen. Bremsen. Gut. Jetzt bin ich in der Fahrstelle. Vorsichtig. Umfahren. Bremsen, vorsichtig. Links blinken, rechts blinken. Wie kriege ich jetzt dich? Wahrscheinlich nicht so. Wieso renne ich einfach los? Wieso renne ich los? Was ist falsch bei mir? Alles. The life is a lie. Sei da mir nicht sicher. Was ist denn da? Hm. Da ist wieder einer. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh, jetzt doch sowas. Die verschwinden, die Busblöcke. Ich kauf sie mal so. Damit ich alles merken muss. Und einfach schnell genug reagieren, das kann auch helfen. Eine verdammten flotten Turnschuhe. Da kann ich nicht bremsen. Vorsichtig. Genau. Er kommt zumindest einen Block weiter. Schon ein kleiner Erfolg. Vorsichtig. Ah! Da hat er recht vorne irgendwas. Ich glaube, da ist noch was. Soll ich nachgucken? Bock hätte ich schon irgendwie. So, und jetzt kommt noch. Und da fehlt noch das D. Wahrscheinlich ist das D ganz unten irgendwo. Und hier noch. Requiem for Vampire. Kenne ich die Anspielung von Requiem for a Dream. Und irgendwas ist dein. Möchte gerne Werwolf, irgendwas sind dein
Ja. Werewolf, Vampire, Vampire. Boah, wahrscheinlich sind die ultra schlechte Anspielung auf. Aber ist die Kacke. Bis zum Dingenskirchen. Das mit der Glitzervampiren. Keine Ahnung, wie das heißt, aber gehe ich mal hier nochmal zurück. Erstens war da noch das D irgendwo. Und da war ganz am Ende noch was. Und das nehme ich mal in Kauf. Aber was noch so dumm ist. Komm her. Hopp. So. Läuft gleich ein bisschen besser. Wenn man weiß, wie der Hase läuft. Hopper. Ein Spitzenhopper. Hopper, Hopper, Reiter. Wenn er stirbt, dann schreit er. So, oder irgendwo hier könnte es auch sein. Puh. Da ist auch ein Todesblock, oder? Jo. Jetzt, dass es hier irgendwo ist. Mein geliebtes D. Bremsen. Laufen. Vorsichtig. Da war das R. Das wird hier irgendwo. Ah! Oder hier? Da auch nicht, ne? Doch irgendwo ganz am Ende. Schätze ich mal sehr stark. So, ich weiß wieder alles so einigermaßen. Hä? Kann ich stehen? Ganz vorsichtig. Wie ich nix sehe. YOLO! Da ist es! Geht's noch weiter? Ah, die Kacke! Und wieder alles von vorne. Eigentlich hab's gefunden. Und das ist, was zählt. Ah. Ah! Bremst doch! Hau doch mal die Spuren rein! Das kann doch nicht sein. Ududu, ududu. Vorsichtig. Weiter Sprung sind gefährliche Sprünge. Und? Nein, ich wollte nur das D entsorgen, verdammt. Und nochmal alles. Bah, dazu müssen die Records. Und nur 6-mal gestorben. Und nochmal rein. Sorry. Fast 4 Level in 1. Da kann man einfach durchrennen. Krass. Vielleicht wird es diesmal sogar ein Perfect Run. Ja, mein Jason kommt da nicht. Wäre so schön gewesen. Komm her. Komm her, du. Zerstört. Ah, so viele Fledermäuse. So. Nein. Puh. Und durch. Durch.
Springen, 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 hops, vorsichtig, springen, Babysprünge, Babysprünge. Nein, nicht bremsen. Wer sagt dir was von bremsen? I know God, I've got time for that. Babysprünge, Babysprünge. Und dann bis ganz am Ende rennen. Das sieht immer so ultra knapp aus. Babysprünge. Hoppa, hoppa, hoppa. Und zack. Alles ist cool. Hops. Durchrennen, bremsen. Checkpoint, springen. Vorsichtig. Wenn man sich alles so merken muss. Da braucht man fast ein Gehirn zum Spielen. Hier natürlich rennen. So, safe. Das kennen wir schon. So. Jetzt ganz vorsichtig. Ah! Wenn ich aber zu weit gehe, dann brennt das Level, wie das muss auch nicht sein. Bremst doch! Der bremst verliert. Ja, genau. Der bremst, der stirbt. Immer Gas geben. Aber nicht zu viel Gas. So viel zum Thema Vorschule. So. Geht, 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 geht. Ah, ich hatte doch Vorfahrt. Ab auf die Autobahn. Vorbei einen LKWs. Was glaube ich da schon wieder? Ich drücke über der Geiste komplett durch. Nein! Nächstes Mal schwebe ich drüber. Jetzt kann ich das wieder machen. Oh, tut mir leid. Na, zumindest diesmal Perfect Run. Wir versuchen es zumindest mal. Nein! Netter Versuch. Und durch. Wie war das nochmal? Babysprünge. Baby, Baby, Baby. Hit me, Baby, one more time. Bremsen. Checkpoint Fass. Vorsichtig. Hoppa. Durchrennen. Bremsen. Checkpoint springen. Bremsen. So, und hier nochmal durch. Da könnte ich aus der Haut fahren, bei sowas. Bei so richtig dummen Toten. So, und jetzt weit springen, jawohl. So, und das D. Und jetzt bin ich glücklich. Okay, Completionist Nerd. Und da spoilert auch, dass es jetzt komplett fertig ist. Der Completionist Nerd heißt, dass ich alle von diesen Spielkassetten eingesammelt habe im gesamten Spiel. Das heißt, wenn ich jetzt nicht fertig bin, gibt es keine neue Welt oder kein neues Abschnittsgedöns, sondern nur noch der Bossgegner. Okay, das freut mich aber nicht gerade so mega. Na gut, dann kommen wir mal zum letzten Bossgegner. Requiem for Werewolf Vampire. Boah, das wird so schlecht, aber
Da muss ich durch. Das Schlimmste kommt immer zum Schluss. Let's get it on. Sir Vampire, who is this miserable little pile of secrets? Are you sir to pay me tribute? If I pay tribute, you mean break my foot off in your ass? So, that is how it is, then. Have it you, nerd! Alles klar! What? Das geht irgendwie ein bisschen anders. Oder geht der wirklich so? Alas, the full moon, the transformation has begun. A vampire werewolf? Are you kidding me? Ah, mein Glatz. Be still, infernal fucked bitch. Du hast ein bisschen leicht abgelenkt. Von Text und alles. Wie macht man denn den Auer? Okay, der kommt doch bis zum Ende. Wo bin ich? Der Bossfight. Ja, toll. Aber ich schon noch hin. Keine Angst. Oh, dieses verdammte Schweben, wenn ich eigentlich Doppelsprung machen will. Ich denke, die Strategie ist einigermaßen gut. Was kommt jetzt? Ich hab Angst. A Vampire Werewolf Knight? How many forms does the asshole have? Aber zum Beispiel ist es einigermaßen einfach. Wenn man auch genug dran steht. Jetzt war schon fast. Sagen wir mal fast auch. Seien wir mal optimistisch. Puh. Gar nicht mal so einfach.
So. Jetzt sieht es sehr gut aus. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Konzentrieren. Nein, 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 nein. Ah, verfickte Scheiße. Sorry. Werde ich ein bisschen auskommen. Das habt ihr nicht gehört. Geil. Das kann ich schon wieder vergessen. Jupp, kann ich vergessen. Komm schon. Bring mich um. Das wird doch nichts mehr. Nein. Nein, da gibt es ein Bier dafür. Ja, super. Bin ich schwierig einfach schießen? Ist das denn so schwer? So. Schon wieder so knapp. Nein. Er hat drauf geschissen. Bitte einmal sterben, so schnell es geht. So, danke. Gehen wir lieber auf die andere Seite. Nein. Und er dreht sich einfach um, weil er einfach mitdenkt. Warum macht er das? Warum machst du das? Nein, no. Mein Herz, ne? So, ja damit, auch wenn ich es nicht brauche. Geil! Das ist also ultra knapp im Haus. Das will mir gar nicht zusagen. So, danke. Das war's eine gute Idee. Nach Peitschstimme, okay. Okay. Da könnte ich aufspringen, aber da kann ich nicht ausweichen. Komm schon! Ja!
Jawoll! This is I shall haunt sea, nerd. Ohne Scheiß. Noch eine Form. Okay. Ach, Mann, 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 Mann. Was ist Konzentrationslevel schon mal locker bei null? Nein. Schweben. Habe ich dir gesagt, du sollst schweben? Ich glaube nicht. Nein. Jetzt das nochmal. Da weiß ich, wer das gibt zum Glück. So, da beim ersten Mal springen. Einfach aufpassen. Noch Vollgas geben. Button smashing heißt das. Vorsichtig. Da müsste gar nicht wieder springen, aber da kann ich ja nicht springen. Oh, ich kann doch springen. Okay, alles klar. Und dann muss ich wieder springen. Auch wenn ich nicht weiß genau, wo ich hinspringen muss, aber ich muss einfach springen. Aber langsam wird es schon. Es wird schon. Das ist ein guter Lauf. Das behebe ich mir auch für später. Eventuell. Wie zum Beispiel jetzt. Nein. Perfekt. Besser geht's nicht. Das könnte jetzt was werden, ja, perfekt. Das war geil. So, jetzt ganz weit weg. Jetzt sucht mich der Geist heim. Mal gucken, wie der geht. Oh mein Gott, der ist erleicht. Komm schon! Jawohl! Noch eine Form? Kommt echt noch eine Form. Okay, die Serie relativ einfach. Eigentlich sind alle einfach, aber einfach die Kombination macht das. Dem juckt der Arsch genauso wie mir. Aber ich kann mich jetzt schlecht kratzen. So, hier damit. Brauche ich nicht, aber hier damit. Das war schon. Muss ich eher springen? Einfach Vollgas geben. Wie soll ich da springen? Okay, da hinten. Einfach nach hinten gehen, dann springen. Okay. Alles abspeichern. Ich
hinten gehen, springen. Jupp. Das war schön. Einigermaßen so. Vorsichtig, ein Geist. Der Feuerspucke, zieh's erst. Wie schwer wird das denn noch? Geil. So. Ja, damit. Perfekt, das war geil. Reaktionen wir noch etwas. Geil. Das passt natürlich nicht an. Noch nicht. Schnell. So, kommen wir zurück. Bisschen konzentrieren. Bloß nichts labern. Das lenkt nur ab. Okay, das hat schon relativ gut hin. Okay, jetzt mit 3 Bier. I shall haunt sie. Nerd. Ja, doch nicht so einfach, aber... So, wenn der down ist, was kommt dann? Vorsichtig, Feuer, Feuer, Feuer. Brains. No, that's enough. Fuck you. This is ridiculous. Fucking zombie, ghost, vampire, night, werewolf. We're done. Fuck off. Asshole. Moment, das will ich noch haben. Mein. Ich dachte, das geht noch weiter. Wie krass ist denn das? Boah. So, und jetzt geht's hier weiter. Totally looks like Spencer. Und wenn ihr nicht weißt, Spencer ist das der Fachausdruck für... Es ist direkt das Arschloch, es ist das zwischen Enddarm und dem direkten Anus Rektum Gedönse. Das heißt Spencer. Und die 6 sehen da aus, sieht man es nicht, wie ein Arschloch. Was haben wir jetzt hier? Final Tower. Virtual Insanity, also noch was, aber da gibt es zumindest kein N, E, R und D, wie ich sehe. Aber gut, jetzt bin ich erstmal fertig mit der Welt. Gott, wie krass. War das mein geiler Bosskampf. Und dann 30 Mal das Level davor machen. Wahnsinn. Ich bin fertig mit der Welt. Gut, aber im nächsten Part kommt die nächste Welt, nämlich The Final Tower. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ist das vielleicht sogar der Turm mit den Auge von... Boah, wer ist der von Herr der Ringe? Da kenne ich noch nichts so aus. Da gibt es doch irgend so einen Turm, der so ein Auge hat. Sieht ein bisschen eventuell aus, keine Ahnung. Virtual Insanity. Das will ich gar nicht wissen, aber da gehen wir dann im nächsten Part hin. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!